Arbeitseinsatz am Wangserbizol geht zum fünften Mal. Und wenn Arbeitseinsatz ist, dann können die Leute scharenweise. Gegen 50 Freiwillige in allen Altersklassen sind angetraben, um eben Steine wegzuräumen. Ihr wisst, der Bizol ist ein super Skigebiet, aber immer mal, wenn es wenig Schnee hat, dann hat es auch Steine. Und seit man das macht, hat es weniger Steine. Der Martin Willi. So, Martin, was geht denn da ab? Was machst du heute? Kommt hinaus. Wir haben in der Café oben Arbeitsverteilung und dann sehen wir es. Also tun räumen oder so plötzlich schon? Oder Steinzimmer lesen oder Zeugzimmer ein oder Büschenzimmer hauen und ganz einfach. Alle drei Buben hast du mit, gell? Ja. Sind sie freiwillig mitgekommen? Ja. Hä? Ja. Nein? Aber nur weil es mit Tag bin noch. Machst du es noch gerne so etwas? Gut. Aber ist wohl etwas anderes, hä? Ja. Ja, ob gerne oder nicht dabei, ist dabei. Skiklüppler in allen Altersklassen sind da dabei gewesen. Das hat mich fasziniert. Jetzt geht's los, hä? Jetzt geht's los. Freut ihr euch? Ja, voll bei der Arbeit oben, hä? Und voll motiviert dabei, hä? Ja. Selten so früh aufgestanden am Samstag, oder? Nein. Machen das gern? Ja, ja. Schon? Alles freiwillig oder hättest du solltig mit? Ich habe es. Und haben wir hier vom Altine gehabt? Sind wir voll gut drauf? Ja. Super, he? Also dort. Martin, dort, der unfreiwillige Sohn, he? Der bringt schon eine Spur, oder? Ja, ja. Eben, gell? He? Ja, der war schon wieder Spur. Bizol mit Herz oder eben ein Herz für ein Bizol. Das hat man wirklich gespürt. Studen schneiden, Steine sammeln. Gut, Bizol mit Herz steht draussen dran. Sicher, so ihr auch voll mit Herz dabei, ja? Sind ihr fit? Super! Gut, super, hä? Fit und eben mit Herz dabei, das hat man gemerkt. Gegen 50 Freiwillige am Samstagmorgen um 8 Uhr sind losgefahren, drinnen eben zwangs Richtung Furt. Und dann erste Sektion Sesseli-Lift Richtung Alp-Gaffia. Und dort hat es dann die erste Besprechung gegeben, was alles zu machen ist. Also jetzt einfach nochmal, das Steinlesen, das bringt wirklich etwas, das merkt man. Die letzten 5 Jahre hat man es gemacht, einmal zwangs, einmal zu Bad Ragaz und das bringt etwas. Und das da rechts, das ist der Paul Moser, Leiter Piste. Und er hat vollen Einsatz geleistet und dafür gleich den allerersten Applaus bekommen. Ja. Gut. Können wir auch noch hinten führen, Andi? Marco? Recht herzlichen Dank für das zahlreiche Erscheinen hier und eurem Interesse am Arbeitstag heute. Wir fahren vorwärts wie die letzten 2 Jahre sicher. Steinzimmer rum auf der Piste. Wir haben das letzte Jahr wieder bei so wenig Schnee, wie wir hatten, sehr gut gemerkt, dass die Weide gerund geworden ist. Weil, wenn wir jetzt das letzte Jahr am Anfang und ohne, wo wir Grund in der Unterschied gesehen, hat man doch ein rechtes Ergebnis gesehen hier unten. Und der Plan ist heute, wir gehen wieder in 3 oder in 4 Gruppen. Uns ist leider gestern der Raupenhug abgelegen, der Raupenriss gemacht hier oben, sonst wäre der noch ein Einsatz gekommen. Ein Transporter, der hier steht, geht unter die Muckhütte runter. Den wir aufteilen. Ihr müsst selber ein bisschen mit den Kindern ein bisschen die Richtung geben. Vielleicht. Für mich ist das gerade schwierig, ein bisschen zu einteilen. Ein Grüppli mit Kessel oben an, auf dem Messenzulift, Verleihspiste nach. Die Steine aufladen und daneben so rauswerfen, dort richtig verleist. Schauen, dass kein Stein zu verleist reingeht, weil dort unten hat es jetzt noch Schauf. Das ist immerhin noch ein Problem. Und dann ist mit vollem Einsatz losgegangen. Mit verschiedenen Gefährten ist man an verschiedene Arbeitsorte hergefahren. Studen schneiden, Steinzimmer lesen, eben für den Winter, damit es dann eben weniger Steine hat. Übrigens, ein Bizol ist noch bis zum 22. Oktober Vollbetrieb. Also Gondelbahn Bad Ragaz, Sesselbahn Badia Laufböden, Gondelbahn Wangs, Sesselbahn Furt Gaffia. Und ihr gehört richtig Sesselbahn Gaffia Bizolhütte. So viele Bahnen also sind bis zum 22. Oktober noch im Vollbetrieb nutzbar. Denn vom 23. bis
bis am 29. Oktober ist dann die Gondelbahn Bad Ragaz auch noch täglich in Betrieb. Und dann an den Wochenenden vom 4. 5. November, 11. 12. November, 18. 19. November ist die Gondelbahn Bad Ragaz noch im Wochenende in Betrieb. Ja. Und die hier sind auch in Betrieb gewesen. Die haben eben Steine gesammelt, Studen geschnitten mit vollem Einsatz. Ich musste ein bisschen pressieren, weil oben bei der Pizzolhütte ist eben eine Vernissage gewesen. Aber mich hat es fasziniert, der Einsatz, wie die hier Steine gesammelt haben. Und manchmal musste ich auch noch ein bisschen lachen, zum Beispiel, wenn sie einen ganz grossen Stein ausgraben haben. Einmal, wenn wir noch ganz genau schauen, dann sehen wir auch noch den unspunnen Stein vom Pizzol. Der kommt dann noch. Und währenddem jetzt auch in diesen paar Takten Musik überlassen, da müsst ihr schauen, die riesige Weitsicht. Das ist nun bei Gott richtig Bodensee nicht wirklich schön Wetter gewesen. Aber wenn ihr genau geschaut habt, dann sehen Sie den Bodensee, wo man auch bei dieser Witterung hier noch ganz gut sieht. Also die Weitsicht und Pizzol können arbeiten, geniessen, sünneln, laufen, wandern, Skifahren. In so einem Gebiet, das ist wirklich ein Geschenk von der Region. Das ist Heimat pur. Mit so viel Engagement, das hier für das geschaffen wird und eben mit so viel Freude, die man einem hier begegnet, ich denke mir, das ist immer einmal wert, um ein Pizzol raufzugehen. Sei es jetzt zum Wandern, übrigens, das kann man auch im Winter natürlich, Höhenweg, kein Problem, um hier überhaupt zu wandern und natürlich eben andere sportliche Betätigungen hier ausüben. In dem Sinne, auf Wiedersehen am Pizzol.